Hallo, bittersüßes Selbstgespräch. Allmacht, Allmacht, Allmacht. Ohnmacht, Ohnmacht, Machtlosigkeit. Allmacht, Ohnmacht. Machtlosigkeit. 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 Allmacht, Ohnmacht, Machtlosigkeit. Machtverteilung. Machtverteilung. Macht, Macht, Macht nichts. Dieses Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Wozu willst du Macht haben? Um die Welt zu verändern, die dir nicht gefällt? Das zu verändern, was du als Verbesserung würdig empfindest. Um die Dummheit abzuschaffen. Ah, ist schön dumm. Persönliche Macht. Persönliche Ohnmacht. Allmacht, Ohnmacht. Allmacht, Ohnmacht, Allmacht, 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 Ohnmacht, Ohnmacht, Machtlosigkeit. Ja, Allmachtsfantasien. Ohnmachtsfantasien. Ohnmacht. Ohnmacht. Ohnmachtsfantasien. Ohnmachtsfantasien. Allmachtsfantasien. Allmacht, Ohnmacht. Stehe ich zwischen der Allmacht und der Ohnmacht und will selber ein bisschen Macht generieren, damit ich mich nicht machtlos fühle. Ich, das Phantom in einer Erlebenswelt, die von keinem erlebt wird. Wie? Was? Keiner erlebt dich? Stimmt doch gar nicht. Mich erlebt keiner?
Mich erlebt niemand, mich erfährt niemand. Mich kann keiner erfahren, nicht mal ich selbst kann mich erfahren. Aber wie kommst du da drauf? Dann ist es ja alles Täuschung. Dann täuschst du dich ja, dass du dich erfahren könntest und willst, obwohl du immer Selbsterfahrungskurse anbieten möchtest, wo du die Qualität des Selbst erfahren willst, diese wundersame, sinnliche Kreativität einer schöpfenden, somatischen Tanzerlebnis. Pädagogik. Was bedrückt dich? Was bedrückt dich? Bedrückt dich was? Lässt du dich bedrücken? Von dem Irrsinn, den du Irrsinn nennst? Das, was du Irrsinn nennst? Was nennst du Irrsinn? Ja, zum Beispiel die Angst vor etwas Unsichtbarem, wo du gehört hast, das gibt es. Und dann wird ganz viel Müll produziert, um sicherzustellen, dass du dieses Unsichtbare nicht hast. Und was passiert dann mit diesem Müll? Wird der verbrannt? Oder eingegraben? Da machst du dir Gedanken drüber. Aber es gibt ja noch viel anderen Müll. Also du machst dir dich bedrückt, dass die Umwelt, die Natur, wie du sie kennst und liebst, durch den menschlichen Müll, durch das menschliche Verhalten zerstört und beeinträchtigt. Entschuldigung, ich muss zu gehen. Zerstört und beeinträchtigt wird und irgendwann mal so beeinträchtigt ist, dass du selber es am eigenen Leib spürst und vielleicht lauter Beulen kriegst, Ausschläge und Allergien, weil aus dieser Angst heraus und der Profitgier die Natur so und du dann dein körperliches Leben, also du hast Angst vorm Leiden. Dich bedrückt die Angst vorm Leiden. Dich bedrückt die Angst vorm Leiden. Jetzt hast du es raus. Dich bedrückt die Angst vorm Leiden, ihr Mai. Das ist ja schlimm. Leidest du jetzt? Leide ich 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 jetzt? Leid, Leid. L-E-I-D. Ich meine, hast du Schmerzen? Nee, nicht richtig. So, keine physikalischen Schmerzen. Aber ein bisschen so ein Unbehagen. Ein Bedrücktsein, so. Müde. Ah, Schwirbel, Schwabbel. Also. Aber es ist ja nichts Neues. Angst vorm Leiden. Das ist nichts Neues. Das kennst du doch, seitdem du glaubst, wer zu sein. Vorher im Paradies, wo du in der Nichtkenntnis von dir selbst und irgendetwas anderem warst und es keinen in deiner Wahrnehmung gegeben hätte, der leiden konnte, da war es ganz anders. Und dann, nachdem sich der Ich-Gedanke verdichtet hat und du geglaubt hast, du bist eine Person geworden
und hast einen Körper und hast dann Angst gekriegt um deinen Körper, um deinen Besitz, um deine Liebe, und dann hast du immer mehr angefangen zu leiden unter den Vorstellungen und den Ängsten, dass etwas falsch läuft. Du bist immer mehr in die Be hast immer mehr das angefangen zu labern. Du hast immer mehr angefangen zu labern, irgendein Quatsch. Also du hattest das Gefühl, dass du immer mehr in diese Psychomatrix einer individuellen Getrenntheit eingetreten bist. Ja. Und die Lösung ist, dass keiner erlöst werden muss, weil du bist nie eingetreten in die Matrix. Du bist nie zu irgendwem geworden. Du hast nie irgendwas gehabt. Das sind alles nur Vorstellungen. Und weil du halt so eine immense Vorstellungskraft hast, glaubst du deinen Vorstellungen und sagst, ja, das ist mein Körper, das ist mein Leben. Ja, 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 jetzt kann ich aber Angst darüber haben, dass ich das kaputt geht und dass ich es verliere. Und so spielst du dein Spiel, indem du dich wieder dir was vorstellst und glaubst, dass die Vorstellung real wäre. So geht das bei dir. Weil du einfach ein bisschen Aufregung willst vielleicht. Du magst noch irgendwie sowas wie ein bla Ego haben, das sich reibt. Und magst du es? Magst du ein Ego haben, das sich reibt und das Angst hat um seinen Besitz? Besitz-Ego, das sich aufregen kann? Ja, weißt du das überhaupt, dass du das hast? Was hast du? Also, was habe ich? Nichts, aber ich bilde mir ein, ich hätte Sinneseindrücke. Geräusche, optisch, geschmacklich, sensorisch, somatisch. Und wie gehst du mit der Angst um, dass du nicht weißt, wann du ausgelöscht wirst? Natürlich kannst du dir ja vorstellen, dass du schon zig Reinkarnationen gelebt hast, aber dann bleibst du ja immer noch in der Vorstellung, dass du ein Seelchen wärst, was natürlich auch ein abgespaltener Teil von der Allmacht ist. Von dem absoluten Leben, ein Seelchen, das auf seinem Seelenweg zu einer Befreiung oder Erlösung kommen müsste. Und diese Seele hat schon viele Erfahrungen gesammelt. Es gibt junge und alte Seelen. In den vorigen Leben, wie viel hast du da schon, wie oft bist du schon umgebracht worden? Wie oft hast du schon wen umgebracht und jetzt willst du ganz friedlich sein und lieb und kreativ und mit Menschen lieber spielen, anstatt sie umzubringen. Ja, ja, so ist das dein Weg, dein Seelenweg. Kannst du dir das vorstellen, dass du dir das vorgestellt hast mit der Seele? Diese Seele, blaue Seele, rosane Seele, lila Seele, Quecksilberseele, Azur. Also die Seele ist aus Seelenstoff gewebt, ja, aus Selin, aus Selen, Seelenquark, ich habe mich von meiner Seele getrennt, es war mir immer zu anstrengend, die wollte immer irgendeine Entwicklung mitmachen. Ich habe gesagt, Seele, lass mich in Ruhe. Wenn du irgendwie dich entwickeln willst und immer Stress irgendwie immer irgendwo hinkommen willst, irgendwie besser sein willst, da mach das doch alleine! Mich stresst das, ich habe da kein Interesse mehr dran. Na, die Seele sagt, ja, wirklich, willst du wirklich nicht mein Gefährt sein, Gefährte oder mein Gefäß, damit ich mich in dir entwickeln kann? Und ich sag, naja,
Schau mal, ob ich großzügig sein will und dich als Gefährte, dich als, also in dich, als Gedanken in mir, in mich, dich, dieses dich Seelchen in mir aufzunehmen und in einem Gedankenspiel dich entwickeln zu lassen. Ja, wo willst du dich denn hin entwickeln? Zur Vollkommenheit, Meisterschaft. Ho, 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 ho. Ja, ich sag ja, okay, ich bin der unendliche Raum und du darfst als unendliche Seele dich unendlich versuchen zu entwickeln. Und da du ja jetzt noch nicht angekommen bist, sage ich dir, wirst du vielleicht nie ankommen. Es gibt gar keinen, der ankommen kann. Ja, diese Seelenvorstellung, dass du irgendwann zu einem Ende kommen würdest, das ist doch purer Schwachsinn. Reinste Unterhaltung, reinste Seelenunterhaltung. Und da seitdem ich erkannt habe, dass ich alles, was ich erkennen kann, Schwachsinn ist, Blödsinn oder einfach nur Erkenntnisse. Es sind ja nur Erkenntnisse. Alles, was du erkennen kannst, sind ja nur Erkenntnisse und haben nichts mit dem Frieden zu tun, der du vor und nach allen Erkenntnissen bist. Also, was interessieren dich diese diese Erkenntnis überhaupt? Du willst immer mehr erkennen und dann denkst du auch noch, du könntest die absolute Erkenntnis haben, wo alle Lichter durchgebrannt sind und du nur noch der absolute Frieden bist und dir nichts mehr passieren kann, weil du dann außerhalb vom Spiel bist. Und dann kann alles Mögliche erschaffen und zerstört werden. Ja, kann alles Mögliche erschaffen und zerstört werden. Ja. Dann kann alles Mögliche erschaffen und zerstört werden. Aber es macht dir einfach nichts, weil du weißt, es sind nur reine Vorstellungen, die erschaffen werden und reine Vorstellungen, die zerstört werden. Und es dein unendliches Potenzial ist, was unendliche Vorstellungen hervorbringen kann und diese unendlichen Vorstellungen wieder zerstören kann und es nie angefangen hat und nie aufhören wird. Und ja, aber um noch weiterhin hier ein bisschen Aufregung, Spaß und Sorgen und Bedrücktheit zu erfahren, kehrst du wieder zurück zu deiner Seeleneinbildung und deinem Ego-Ideen und deiner Idee, dass dir was gehört und dass du in einer Geschichte drin bist und du das verlieren kannst und es ganz schlimm ist und es die Opfer und die Täter gibt und so weiter und du dich entwickeln musst und bla 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 und hehehe, die Bedrohung vielleicht nicht gerade vor der Haustür steht, aber wie ein Damoklesschwert über dem Himmel schwebt und alles kann durch was auch immer zerstört werden und es beruht gerade noch auf Gnade, dass dieser Moment hier sinnlich durch einen Körper erlebt werden kann, weil der nächste Moment vielleicht nicht mehr, aber vielleicht sind es noch zigtausend Millionen von Momenten, aber es gibt ja gar keinen Moment, weil keiner irgendeinen Moment rausnehmen kann aus dieser absoluten Bewegung. Aus dieser absoluten Bewegung, die Stille ist, kann doch keiner irgendwie einen Moment herausfiltrieren und sagen, so, das war der Moment meiner Erleuchtung. Das ist der schönste brillanten Diamanten-Saphir. War das Schönste. Das war mein Erleuchtungsmoment. Schau, da in der Ewigkeit siehst du ihn glühen. Jetzt muss ich ihn polieren. Aber der Scheiße ist schon wieder weitergegangen. Jetzt ist schon wieder ein anderer Moment da, wo diese wunderschöne Erleuchtung, die ich erlebt habe, nicht mehr so ist wie damals in ihrer vollen Ekstase, wie ich so den kosmischen Orgasmus mit der kosmischen Vereinigung der Hochzeit mit mir selbst ich erlebt habe. Jetzt bin ich wieder. Wo bin ich denn nur? Wer ist, wo ist da wer? Gibt's da überhaupt jemanden? Oh, wer stellt die Fragen? Keiner will's wissen. Ja, und zurück wieder zur eingebildeten Vorstellung, wer zu sein, der in einem Leben ist, der um seine Existenz kämpfen muss und Angst hat und ja, bla 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 und wieder irgendwie sich hineinversetzt
mit seiner Dings in seine Geschichte und arbeiten muss und vielleicht auch nicht oder irgendwie Angst hat, dass es richtig oder falsch ist. Ah, wieder in der Dualität. Ja, du hast dann einen Freund, der sagt, ja, wir leben ja in der Dualität. Das ist halt da so. Ja, das ist halt da so. So ist es halt, bis es halt nicht mehr so ist, bis es dann nicht mehr so ist. Und du wieder völlig rauskatapultiert bist mit der Wahrnehmung ins absolute Gewahrsein, raumgleich. Du siehst, das sind alles nur eingebildete Vorstellungsfiguren, die vor sich hin zappeln. Und du, keine Figur hat eine eigene Realität. Und also, solange du nicht selber dich für ein reales Wesen hältst, gibt es auch keine anderen Wesen, die für dich real sind. Aber dann, weil es ja so schön ist, bildest du dir wieder ein reales Wesen zu sein. Und auf einmal gibt es unendlich andere reale Wesen für dich. Und dann siehst du wieder, es ist alles nur eine Falle gewesen, in die du dich selbst hineinboxiert hast. Und dann... Bing, boing, bong. Allmacht. Ohnmacht. Machtlosigkeit. Supermacht. Allmacht. Ohnmacht. Machtlosigkeit. Und was mit der Liebe? Liebe. Lieblosigkeit. Liebe. Lieblosigkeit. Was mit der Freiheit? Freiheit. Und... Freiheitslosigkeit. Na ja, mei. Freiheit und Freiheitslosigkeit. Also die Abwesenheit von der Vorstellung von Freiheit. Die Abwesenheit von der Vorstellung von einem, der Freiheit bräuchte. Und die Abwesenheit der Anwesenheit von der Vorstellung von Freiheit. Und die Anwesenheit der Abwesenheit der Anwesenheit von der Vorstellung von Freiheit und so weiter und so fort, bla bla blups.